Heute direkt aus dem Theater an der Wien. Die Fledermaus. Inszenierung Jürgen Flimm. Dirigent der Wiener Symphoniker Nicolas Arnoncourt. Die Fledermaus ist für mich im deutschsprachigen Raum die maximale Operette. Turm hoch über allen anderen. Das ist eine ganz tolle Satire. Natürlich ist es ein lustiges Stück. Und man muss auch lachen, wenn man da nicht über sich selber lachen kann in der Veranstaltung. Dann hat man was falsch gemacht. Das irgendwie wahnsinnige Sujet der Operette wird hier in einer ungeheuer geistreichen Weise und in einer Weise, die wirklich jedem unter die Haut gehen muss, auf die Spitze getrieben. Es gibt keine wirkliche Handlung, aber es gibt Menschen, die so real sind, dass das in jeder Zeit spielen kann. Das ist 1870 genauso aktuell gewesen, wie es heute aktuell ist. Hier im Theater an der Wien wurde die Fledermaus vor 125 Jahren uraufgeführt. Sie erleben heute die Eröffnungspremiere der Wiener Festwochen im Straußjahr in einer Direktübertragung in Hörfunk, Fernsehen und auf dem Wiener Rathausplatz. Dass hier die Fledermaus uraufgeführt worden ist, wie viele andere Stücke, das ist für mich ein Riesenanimo. Ich spüre in den Stuckkringeln spüre ich noch die Töne von Beethoven bis Johann Strauss. Die Fledermaus, die kommt aus allen Ritzen, kommt die heraus. Eine Übertragung im wörtlichen Sinne und im übertragensten Sinne des Wortes wird etwas rübergetragen woanders hin. Naja, es ist einfach, als würde der Saal plötzlich enorm erweitert werden. Dieser unendliche Schwung, den diese Sache hat, diese irrsinnig schöne Musik. Das ist Wien, wie es riecht und stinkt. Ich hoffe, dass am Rathausmarkt eine Riesenparty dann stattfindet und dass Sie alle mitsingen. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, ich mache jetzt Gesellschaftskritik. Dann wäre er nämlich kein Wiener. Sondern er hat einfach einen riesigen Spiegel genommen und hat die Gesellschaft hineinschauen lassen. Es gibt, glaube ich, keine radikalere Gesellschaftskritik oder Kritik als ein Spiegel. Weil da fängt jeder an herumzutupfen an seine Krätzen im Gesicht und an allen denen. Das ist die Gesellschaftskritik. Die handelnden Personen im großen Sittenspiegel, von Vergnügungssucht getrieben und von ihrer eigenen Doppelmoral bedroht, und ihre Darsteller. Gabriel von Eisenstein, Rentier, Wolfgang Brendel. Er sollte wegen Amtsehrenbeleidigung eigentlich ins Gefängnis, geht aber stattdessen auf eine champagnergetränkte Party. Dort verschaut er sich ausgerechnet in Rosalinde, seine eigene maskierte Frau. Silvana Dussmann. Sie ist ihrem Mann misstrauisch gefolgt, wird ihrerseits aber heftig umgarnt von Alfred, ihrem Ex-Gesangslehrer, Herbert Lippert. Er wird an Eisensteins Stelle im Gefängnis landen. Prinz Orlowski umschwärmt der Gesellschaftsjunglöwe Agnes Balzer, Gastgeber der rauschenden Feier, auf der alle unter falschem Namen erscheinen. Dr. Falke, ein Notar, Olaf Beer. Er hat das vielschichtige Spiel eingefädelt, um sich an seinem Freund Eisenstein für einen Faschingsscherz zu rächen. Mit von der turbulenten Verwechslungspartie Gefängnisdirektor Frank, Anton Scharinger. Adele, Rosalindes Kammermädchen, Isabelle Rey. Sie wird vielen Männern den Kopf verdrehen. Ihre Schwester Ida, Mercedes Echerer. Dr. Blind, wenig umsichtiger Advokat, und auch Ivan, Tankwart der feuchtfröhlichen Gesellschaft, Ernst-Dieter Suttheimer. Gefängniswärter Frosch, Erwin Steinhauer. Mit seinem Schnapspegel übertrifft er den vornehmen Champagnerrausch der feinen Gesellschaft noch allemal. Weitere berauschte und berauschende Festgäste des Prinzen, Damen und Herren des Arnold-Schönberg-Chors.
Karlowski, der reiche Soutier, gibt heute Abend dort ein großes Fest. Kannst du eine Toilette von einer Gnädchen annektieren und elegant dich präsentieren, so will ich gern dich ein dort führen. Und ich schreibe und ich schätze, du bist gut dich amüsieren, Langeweile gibt es immer, so schön meine Schwester Eva. Oh, ich lauf die Zeit hier nicht, der Lauf und Kehr von der Partie, aber schwierig ist nicht schlecht, den Tisch nun von seinem Tenor. Nur ein Tenor kann so keck sein. Und nur ein kecker Mensch kann so Tenor singen. Er wagt es hier vor dem Hause meines Gatten, mich mit seinem hohen A zu kompromittieren. Gnädige Frau, meine arme Tante ist krank. Sicher hält er mich für treulos. Glaub vielleicht, ich liebe einen anderen. Dabei habe ich doch bloß geheiratet. Gnädige Frau, meine arme Tante ist so krank. Aber wie kommt er, der vor vielen Jahren spurlos aus Wien verschwand, so plötzlich hierher? Gnädige Frau, meine arme Tante ist so krank. Wer ist krank? Meine Tante. Deine Tante. Meine Tante. Es ist doch die Pflicht einer guten Nichte, ihre arme Tante zu besuchen und zu fragen, wie geht's? Wie befinden Sie sich noch immer fidel und munter? Deine arme, kranke Tante? Ich bitte Sie, mir freien Ausgang zu gewähren. Unmöglich. Unmöglich! Unmöglich, habe ich gesagt! Bitte haben Sie den vergessen, dass mein Gemahl heute seine fünftige Jahresstrafe antreten muss. Heute muss er sich stellen, sonst wird er gestellt. Grutze dir noch einmal. Nicht? Nein, nicht, Adele! Und meine arme, arme Tante! Ja. Ich darf dich nicht mehr wiedersehen auf Erden. Nein, nicht. Eine solche Tante wie diese Tante. Noch keine Nichte Tante nannte. Oh Gott. Ach, ich darf nicht mehr. Oh,
Ich, was? Ich soll mich entfernen, wo ich gerade gekommen bin? Ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, verlieren Sie sich. Gut. Mhm. Unter einer Bedingung, dass ich wiederkommen darf, wenn dein Gatte brummt. Schwöre, dass du mich empfängst, wenn du Strohwitwe bist. Schwöre. Ich schwöre. Gut, ich gehe. Sie gehen aber nicht, Sie sitzen ja noch immer da. Leben Sie wohl! Nicht lebe wohl! Nein, nicht! Bitte, Alfredo, nicht singen! Bitte nicht singen! Ach, Rosalinde! Bis bald! Rosalinde! Gott, wenn er doch nur nicht singen will! Oh, süßer Traum! Alfredo! Mit seinem Horn! Schicksal! Schicksal! Was hast du mir da angetan? Oh, wenn die Richter wüssten, welche Verantwortung sie auf sich laden! Alfredo! Involvieren,
Also noch verschärft die Strafe auf 8 Tage? Diese Strafe, diese Zulage habe ich dem Herrn Dr. Stotterbock zu verdanken. Sie! Reizen Sie mich nicht! Sie allein haben durch ihn Ihr Benehmen die Ritter, die Richter, und mich obendrein Koko. Na! Kommt Bock. Konfus gemacht! So. Ja. Und wenn Sie wieder einmal verfügen, Ich geh schon. Mein armer Gabriel. 8 lange Tage. Sage mal, und heute noch? Heute noch. Ach, er muss geschieden sein. Adele, komm jetzt her. Du weinst? Aber doch nicht um mich. Meine arme Tante. Ja, die arme Tante ist so krank. Ah, eile in den goldenen Löwen. Man soll schicken ein delikates Abschiedssouffee, alles was gut und teuer ist, Champagner, man kommt ja total aus der Übung. Oh, Herr Dr. Falke? Na, nicht weg. Kompliment, Künstler der Frau, und ich gratuliere von Herzen, dass Sie den Tyrannen loswerden. Ja, ja, lieber Herr Doktor, keine schlechten Witze, ja? Ich bitte Sie. Gute, liebe Gnädige, nur gute. Die kenne ich, ja, ja. Ich komme dich zu einem fürstlichen Souper mit den reizenden Koryphäen der Oper einzuladen. Bist du verrückt? Eine Strafe. Die kannst du morgen früh antreten. Heute gehst du mit mir zu Orlowski. Orlowski? Ja, dem jungen russischen Fürsten. Damen findest du dort. Damen. Dame der Oper. Die schöne Elite. Einige vom Nachwuchs, süße Ratten. Oh. Und der Prinz hat mich dringend ersucht, einige junge Lebemänner einzuladen. Oh, junge Lebemann. Ja. Und immer mit den tollsten Einfällen. Wie vor 3 Jahren, als wir in St. Pölten den Massenball besuchten. Du erinnerst dich doch, ich als Papillon und du als Fledermaus. Das war ein Spaß. Nicht für die Fledermaus. Sag mal, ist das nicht die niedliche Repetierung, mit der du alle Mädchen rumkriegst? Du versprichst sie doch jeder. Ja, aber gegeben habe ich sie noch keiner. Ich bin noch nicht blöd. Also, mein lieber Papillon, komm mit mir zum Souper. Es ist ganz in der Nähe. Wie du in der stillen Kammer laborierst am Katzenjammer, musst du dich des Lebens freuen, ein fideler Bruder sein. Ballerinen lacht beschwingt in den blendendsten Toiletten, fessel dich mit rosen Ketten, wenn die Polka lockend klingt. Freundchen, glaub mir, das verjüngt, bei rauschenden Tönen, blendenden Saal, mit holdes Rienen am Götterwein. Fliehe die Stunden in Lust und Scherz, da wirst du gesunden von allem Schmerz. Soll dir was Gefängnis nicht schädlich sein, musst du etwas tun, dich zu zerstreuen. Siehst du das rein, was ich ein? Siehst du das rein, was ich ein?
die Renaissance Nummer sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erblütig. Du musst. Wir sehen uns dort, mein lieber Papillon. Lieber Maus, und meine Empfehlung auch an die Ratten. Ratten, oh Gott. Ratten im Kerker. Ratten im Kerker. Es ist Zeit, an meine Toiletten zu denken. Arme Maus. Toilette fürs Gefängnis? Natürlich bin ich ein Lumper Strizio, oder bin ich ein besserer Herr aus den feinsten Kreisen. Der Mann ist ja wie neu. Mir scheint, er freut sich, ordentlich eingesperrt zu werden. Was mache ich denn nur mit dem Alfredo? Natürlich dieses Ungeheuer wieder angenommen. Der Löwe hat ihn ja sonst nichts. Sag mal, Adele, wie geht's denn eigentlich deiner armen kranken Tante? Edu? So, so. So, so. So, so. Ich geb dir den Urlaub, Adele. Ohne Fragezeichen. Oh, auf dich. Weil der gnädige Herr Adele, doch, eingesperrt wird. Adele! Und diese strenge Balltoilette ist natürlich für den Kerker, nicht? Nicht schlecht. Unbegreiflich! Ah! Gestatten, Baron Schweinskopf? Es ist an der Zeit, lebe wohl. Bitte, und was mache ich mit diesem Baron Schweinskopf da? Meine teure Rosalinde, lebe wohl, meine teure Rosalinde. Mein armer Gabriel, lebe wohl, mein armer Gabriel. Süße Träume mögen dich umgaukeln, während ich die Nacht ruhelos durchwachen und mit den Ratten supieren werde. Thank you.
Thank you.
singen hier. Nein! Sing.
sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Zum Wetter, nein! Nur Ruhe, nicht gleich fluchen! Sie müssen jetzt mein Gatte sein! Soll ich hier nicht ergatten sein? Mein Herr, was dächten Sie von mir? Sie sich mit meinen Fremden! Das mir doch sonderbar mit Unwäschen zwei Sicher!
Haut, es ist ganz nah in ihr. Die Königin kommt allein heraus, mit Hoppel frei von dir. Nun lag es in ganz Höhlich ein verirrtes Land, ich bitte. Dort auch verliert das Sinn, dort auch verliert der Rest zu sein. Verliert es doch nicht, bitte, bitte, dann zieht's mit Hilfe, bitte. Wenn es sein muss, so wie sie geht. Es soll geschehen. Bevort, bevort. Dann will ich mich bequemen, muss dir das Wort abschließend nehmen. Bitte, mein Herr, es ist schon gut. Ein Küsschen noch. Dann hab ich Mut. Nein, mein Herr, wir müssen scheiden. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden. Mein Herr, die Mutter zählt mich an, die Hände nicht zu Ende holen. Genug, es ist jetzt vorbei. Ein schönes, großes Morgenhaus, es ist das gerade hier. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Arbeitsmarktservice,
darf ich vorstellen, Herr Dr. Falke, der Arrangeur des heutigen Abends und eine ganz besondere Überraschung für uns heute Abend. Zalta! Wer du? Ich? Dazu wären Spaß erlaubt. Spaß erlaubt. Bitte ich, ein Stubenmadel in unserer Gesellschaft? Na danke, du Hupftolle Ratte. Wenn du schon mal da bist, so schlecht schaust du nicht aus. Dreh dich mal um. Hier kennt dich keiner. Ich will es wagen, dich als eine Künstlerin vorzustellen. Jawohl, eine Spanierin. Wie unser seliger Vater. Als Künstlerin. Jawohl. Als Spanierin. Jawohl. In Wien. Jawohl. Und ich bitte dich, spiel deine Rolle gut. Sonst blamierst du dich und mich. Hier haben sogar schon Griechinnen reüssiert. Heute Abend lustig werden. Das hoffe ich doch. Na, wie gefalle ich dir als Mann? Ist wunderbar. Das Stück heißt? Ledermaus. Oh, der Titel ist ja sehr originell. Adele, der Brief hat gewirkt. Das ist schon eine meiner handelnden Personen. Herr Prinz, darf ich vorstellen, Fräulein Olga. Mein Fräulein Schwester Olga, Herr Prinz. Olga! Sprechen Sie Russisch. Das ist mir zu kalt. Englisch, Französisch, auch Griechisch, Katalan, was Sie wollen. Natürlich Künstlerin. Was für eine. Ich sage nur, theaterakademische Spezialität. Schink drauf, runter. Carmen. Das lasse ich mir gefallen. Ich liebe die Künstlerinnen. Besonders die Angehenden. Sind Sie also eine angehende Carmen? Rederont par de Seville, Rederont par de Seville. Lassen Sie das, lassen Sie das. Bist du da? Na, Vater der Russ. Der Prinz, süß. So männlich. Na, da wirst du noch runter. Das ist die Kammerjungfer unseres Helden. Marquis, Marquis, Renoir. Ist unser Held. Herr Renoir, juhu. Ja, wie ist sie kommen zu Hause schreiben? Hat das Soupé schon angefangen? Ohne dich? Und wo sind die Ratten, die reizenden Ratten, die Damen? Warten auf dich. Hier, dort, wo, wann, wie viel? Sie wollen die Güte haben, mit uns zu soupieren. Willkommen. Prinz Alexander Iljitsch Orlowski, unser Gastgeber. Herr Marquis, trinken Sie ein Gläschen Wodka mit. Aber immer. Ivan, setzen Sie sich. Nun so setzen Sie sich doch. Ich sitze ja schon. Sitz. Wodka. Wodka. Rüste. Wodka? Hören Sie mir zu. Ich möchte Sie vor allen Dingen mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern mir Gäste ein, man legt bei mir nicht ein. Oft bis zum hellen Tag. So langweilig ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Und das, was
jeder mit mir durstig sein, sonst werde grobig leer und schicke Glas in Glas hinein, dann geh ich nicht wieder Spruch. Nicht leiden kann ich, wenn sie schreien, ich bin nicht krank genug. Für mir beim Trinken ich vor ihr, sie stiehlt wie ein Tropf, sobald ich dann tanzen will, die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich dann tanzen will, die Flasche an den Kopf. Und fragen sie, ich bin, warum ich das denn tu? Bei mir so sitte, so gar so gut. Sie ist bald bei mir so sitte, so gar so gut. Nein! Diese Russen, hä? Wenn einer nicht mehr trinken will, dann fliegt ihm die Flasche an den Kopf. Das sind allerdings sehr nationale Sitten, sind das. Die muss man beachten, dabei oder so. Schmeckt Ihnen der Wodka? Guter Jahrgang. Mir leider nicht. Früher ja. Aber jetzt nicht Wodka, nicht Champagner. Mir mutet nichts mehr, nicht mal die Liebe. Ich habe nicht einmal Appetit auf die Liebe. Armer Mann. Mir mutet die Liebe immer noch. Was? Du bist durchgekommen. Ich möchte lachen. Ja? Dr. Falke hat mir versprochen, dass ich heute über Sie lachen werde. Über mich? Wieso denn über mich? Ja, über Sie. Nicht wahr, Herr Doktor? Was? Wie durchlachen? Was reden Sie denn da? Ha! Donnerwetter! Was ist? Das ist doch das ist doch meine ist? Tele? Der Chef von Jehole. No ein Problem. Und dazu noch in der Robe meiner Frau. Ach was. Und die arme Frau glaubt, er schmachtet im Kerker. Fräulein Olga, Fräulein Ida, der Marquis Renner. Sie? Reiß dich zusammen und beweist, dass auch ein bisschen ein Wiener Blut in deinen Adern fließt. Sie heißen Fräulein Olga. Herr Marquis, Sie machen so ein verteufelt blödes Gesicht. Stimmt. Sind Sie schon immer ein Fräulein Olga gewesen? Sind Sie schon immer ein Marquis Renard gewesen? Nein, diese Ähnlichkeit, mit unserem... Mit wem? Mit wem? Na, mit dem Schütten. Ja. Mit was? Stummelke! Was ist Stummelke? Das ist ja unmöglich! Pardon! Beruhigen Sie sich! Pardon! Küsst die Hand! Pardon! Ja, liebe Kreuzstätten, Kruzifixlau ergossen! Und sowas will ein Marquis sein? Pardon. Pardon? So einfach geht das nicht, Herr Marquis. Immer besser, Herr Doktor, immer besser. Meine Herren und Damen, hier gibt es einen Spaß. Zur rechten Zeit zu fahren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Nein, es ist zu possibel. Warten Sie.
Chagrin, noch so ein Held. Ah, Chagrin. Noch ein Franzose? Monsieur Valier Chagrin. Lieber Doktor, wo ist denn die Durchlaucht? Prinz Alexander Ilyich Orlowski. Durchlaucht. Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Nur wissen Sie, diverse Dienstangelegenheiten haben mich zurückgeholt. Ja. Verzeihen Sie vielmals. Ich hoffe, Sie sind von mir böse. Monsieur Valier Chagrin, Marquis Renard, ein Landsmann. J'ai l'honneur, monsieur le marquis. J'ai l'honneur, serviteur. Vous êtes François aussi. Aussi. Oui. Aussi mächtig. Je bin prêt à porter avec une compatriote. L'idiot, moi? Oui. Ach. Bruno. Peugeot. Deux chevaux. Bon, pardon. Brigitte. Non, pardon. Rousseau. Cocteau. Maigret. Mont blanc. Ton blanc. Wir wollen Freunde sein, amis. Pourriez-vous parler allemand, s'il vous plaît? Quoi? Merci, chérie. Monsieur le prince. Ich hab so ein Krachen im Magen. Bon Appetit, Herr Prinz. Bei Jung. Wir erwarten noch eine ungarische Gräfin. Ach, die? Ja, die allerdings gewisse Rücksichten zu nehmen hat. Die Dame ist wohl verheiratet. Diese Dame besucht solche muntere Gesellschaft nur maskiert. Maskiert, Marquis. Masqué, intéressant. Lächerlich. Gut. Welch niedliche Uhr! Du willst gewiss wieder wissen, wie viel es geschlagen hat. Sas paracalo, veraste! Lassu! Ui! Prinz Alexander Ilyich Orlowski! Gott, deswegen, ich sag's Ihnen, eine Frau! Ja, Kösele. Was soll denn? Ja, bitte, also ich sag's Ihnen, das war ein Geschmack. Also ich setz. Sagen Sie, ist das wirklich wahr, was Sie mir da geschrieben haben? Ja, sehen Sie, Ihr Herr Gemahl, wie er seinen Arrest abbüßt. Aber das ist doch Adele. Und noch dazu in meinem Kleid. Abscheulich! 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 In so eine Gesellschaft begibt es sich also... Widerwärtig! Bitte, widerwärtig! Was? Der Gefängnisdirektor ist auch da? Das also ist die ungarische Gräfin. Mhm. Noch einmal, Marquis?
In 10 Minuten ist die mein. Aber gehör doch auf, in 10 Minuten. In 10 Minuten. Bonchance. In 10 Minuten. Bonchance. In 10 Minuten. Bonchance. In 10 Minuten. Bonchance, mein Lieber. Dieser Marquis ist ein ebenso lustiger Freund wie Eisenstein, lieber Doktor. Ich bin genauso lustig wie ich. Was weiß der denn vom Eisenstein? Der kennt mich doch gar nicht als Eisenstein. Aha, welch allerliebstes Damenhörchen. Ja, sie ist niedlich. Sie ist ja wirklich zum Entzücken. Wenn ich nur die Uhr erwischen könnte, das wäre doch ein vortreffliches Corpus Delicti. Dieser Anstand, so manierlich, diese Taille fein und zierlich, und ein Füßchen, das mit Küssen glühend man bedecken soll, wenn sie es nur erlauben wollt. Im Arrest, wo man sich aufs Küsse denkt, ans Küsse, statt ans Küsse, Falken oder Böse nicht. Nur diese Strafe nicht, ach, wie leicht ein Wesen schrieben, ich meine Zauber lieb, willst du mich in Nacht verheben, in ein Antlitz mir verhüllt. Ei, mein schöner Herr, ich bitte, nicht verwehen, nicht verirren, denn es heißt der gute Sitte, dass man Masken respektiert. Wie ergirrt, wie spottet, mich fixiert. Scherzen? La, la, la.
blamiert mich ungeheuer. Meine Ruhe ist alles hier. Ich bin nur Das ist gar keine echte Ungarin. Und hässlich ist sie ja. Ja, aber mit der Laufen! Aber mit der Laufen! Aber mit der Laufen! Oder haben wir einen Himmel auf der Nase? Hallo, eure Herrschaften, das ist wieder die Abrede. In meinem Fest hat jede Dame das Recht, sich zu verhüllen oder sich zu enthüllen. Soweit es ihr beliebt. Ganz ungeniert, meine Holde! Die Holde geniert sich gar nicht. Meine Uhr ist futsch. Etwa die niedliche Repetierung, mit der du in 10 Minuten alle Mädchen umkriegst. Lecker Wort! Ich könnte wetten, dass das keine Ungarin ist. Ach was? Sie ist doch eine Ungarin. Das weiß ich. Nicht wahr, Herr Doktor? Hör zu! Thank you.
schlechte, wie ich gesagt habe. Na, Herr Doktor. Na, was ist mit der versprochenen Geschichte? Wie meinen? Ah, mit der Fledermaus. Ach, bitte nicht die Geschichte von der Fledermaus. Fledermaus? Das war doch vor ein paar Jahren. Falke und ich waren zwar zwei lustige, fidele Brüder. Falke war zwar auch schon Notar, aber ich war noch unverheiratet. Aber, und jetzt sind wir verheiratet, Herr Marquis? Oh, meine Hoffnungen. Oh, halt du ab, Zwickerin. Meine Frau ist steinalt und hässlich. Wie eine Nachteule. Was Sie nicht sagen. Also, es war auf einem Schlosse bei einem Maskenball. Ich ging als Papillon-Schmetterling verkleidet und Falke ging als... No? Als was ging das? No? Falke ging als... Na, was denn? Falke ging als... Ja, doch, als Fledermaus! Eingenäht in ein... No? Und einen ungeheuren gelben Schnabel. Der Doktor ganz fleißig, so dass er gegen Morgen sternhagelvoll war. Da legte ich ihn unter einen Baum und ich, via via. No, der arme Herr Doktor. Als er wieder zu sich kam, musste er bei hellem Tag zum Gaudium aller und als Fledermaus verkleidet durch die Stadt marschieren. Seitdem heißt er nur noch der Herr Doktor Fledermaus. Und er hat sich noch nicht gerecht, der Herr Doktor. Aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Marquis, ohne Spaß kann wirklich nur ein Marquis erfinden. Bringt dem Marquis und dem Chevalier fleißig zu. Ich bitte euch. Wird die Maske jetzt immer noch nicht fallen? Jetzt noch nicht, aber morgen. Morgen, freut euch des Lebens. Erlaubt Ihnen dann aber auch Ihre Marquise, sich hier Ihres Lebens zu erfreuen? Oh, Sie liebe Unschuld. Meine Alte wähnt mich jetzt ganz woanders. Seine Alte! Ja. Seine Alte soll leben! Nein! Champagner soll leben! König aller Weine! Im Feuer soll er leben! La, 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 la. Spät er soll leben! La, 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 la. Der Mönch in stiller Zelle, tralalalala, hat sich an dem Quelle, tralalalala, so nimmt in seine Lippen, muss viel und auf der Lippen, und holt sich aus dem Glase, und Bier auf die Nase. Und huldig im Verein, im König aller Weine, im König aller Weine. Die Meier sind der Anerkannt, Anerkannt, links im Land, jubeln mit Champagner, der erste sie genannt. Ich bin allein, 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 ich bin allein,
sein. Eine große Bruderschaft, es soll. Eine große Bruderschaft, es soll. Auch hier schöne Maske, schreib dabei. Und wir küssen, wenn ich es auch müssen. Freut mein, ich bin das Glas in der Hand. Und hier sind zum Nachbarn gekommen. Von Schwester Olga und ihrer Schwester Ida, Marianka. Ja, wir haben es von Bämisch Russland. Jetzt noch mehr, mit Herzensvölker, alle zwei, wo ist er, ist es Bender.
so schön. Schardasch, Herr Professor. Bitte schön, falls so war, so schön. Schardasch. Berg ich mein Gesicht. Oh, nein.
Mein Hut, mein Hut, es ist die höchste Zeit. Mein Hut, es ist die höchste Zeit. Seinen Hut, seinen Hut, er kommt wie ein Stein. Die Adresse stimmt. Viel esse ich schnell. Na ja. Schöner Wohnen ist anders. Schau das wie eine Wohnung, die wie ein Gefängnis ausschaut. Wo es lieber eine Wohnung wäre. Da bin ich vielleicht doch furchtbar. Ich sehe, was wir singen, ich Mutter. Da bin ich doch nicht. Aber wo sind die anderen Kaffee? Hallo! Hallo! Jesus! Ich habe euch gar nicht gesehen. Ich will grüßen. Ja, da sind ja noch mehr. Guten Morgen, das ist gut, das ist ein Kompliment. Wer war der Letzte? Er war der Letzte? Der Fatisch? Seid Sie so alle engagiert von Dr. Falke für den Gefängnisscherz? Ja, na schön, ja. Ihr seid sozusagen die Gefängniskapelle. Sei nicht schlecht jetzt. Ja, hört mich zu Leideln. Leideln schaut es gar nicht gut aus. Ich hab so abgezehrt und so traurig. Seid ihr das Volksopernorchester? Ich versteh's. Bezahlt wie russische Kohlenarbeiter. Da werdet ihr euch die Zehnte ausbeißen. Da hilft kein Mentor-Dent. Was?
Ah, die Symphoniker, sagt es. Oh, entschuldigung. Da habt ihr jetzt Philharmoniker-Trauma, ist auch nicht besser. Aber ich sag's euch, es ist unberechtigt. Vollkommen unberechtigt. Jetzt aber sehr mal tolle Maske. Bitte. Nein, schon wissen Sie, wenn Sie mich erinnern? Also, an nix so. An diesen. Jetzt an Dirigenten, an französischen. Ne? Wo ist aber eine typische Handbewegung? Bist du gelähmt jetzt? Aber genau mit dem hast du eine totale Ähnlichkeit. Apropos, ich bin der neue Frosch, weil der Herr Otto Schenk hat eine Lesung. Ja, auf irgendeiner Ruine. Die Lesungen von Schenk sind ein Wahnsinn. Da geht schon die dritte Generation ins selbe Leseprogramm. Die kennen alle die Texte auswendig. Die wissen sogar, wann er umplaut. Aber macht's nicht so schön wie Sie. Gibt keine Ruine in Österreich, die noch nicht auf den Bumerang gewartet hat. Publikum noch stundenlang. Zitterte in Apfelwagen. Ja, was anderes. Frage am Rande. Ah, da sitzt da ein paar. Sagt er, geht's auf der aus bei der Inszenierung? Ich meine, wo ist who, wer gegen wen? Auch nicht. Ja, das haben wir gleich gedacht. Ne? Sie gesagt, da lobe ich mir den Kastorf. Da weiß ich wenigstens vorher, dass ich mich nicht auskenne. Das deutsche Regietheater. Das teuerste Resozialisierungsprogramm für die ganzen halblinken Alt 68. Das haben wir auch gehabt, da in Wien. Ne? Das Theater, ne? Das haben wir gehabt. Zum Beispiel, bei uns gibt es im. Nicht in der Josefstadt, geh hör auf. Theater in der Josefstadt ist schwer in Ordnung. Die prüfen nur gerade die Fehler des Burgtheaters auf Wiederholbarkeit. Kammerspiele sind sehr beliebt. Kammerspiele gibt es ja, das Abonnement gibt es auf Krankenschein. Das ist Stoffwechselförderung. Hör die. Die alten 68er, das sind die Herren, die das Fenster zu bestimmen haben, aus dem in die Theater das Geld rausgehört wird. Nein, ich hab's Burgtheater gemeint. Sag ich nur, sonst werden Sie nicht wissen, ich hab keine Zeit. Im Burgtheater, da gibt's Vorstellungen, da kriegen Sie keine einzelne Karte. Da gibt's nur ganze Reihen. beim letzten Stiegel vom Einer schläft, ja? Da werden auf jeden Akt neue Freikarten ausgeben. Das ist die Benefizaktion Klaus. Dabei, Mann, die mein Leben, naja, das ist unfair. Auf tote Hund hat man nicht hin. Ne? So, der ist mit Berlin genug gestraft. Weil die schauen dort aufs Geld. Wien ist anders. Bei uns ist für Helden kein Platz. Du bist ja der Spitzenschuh, der Ballett, grässlich, Bodenganger im Wiener Blut, nicht? Hätte ich mitspielen sollen. Als dritter Kunstfurzer von links. Links, eh klar, ne? Ja, dann haben sie so Audition gemacht, das ein Vorpfurzen. Und da habe ich gegen versagt. Habe das falsche gegessen gehabt am Vortag. Da hat einer gesagt, macht auch nichts. Lieber ein Frosch beim Fliehen, als ein Schwein beim Gräßnig. Aber jetzt, entschuldigen, jetzt weiß ich, wen sie spielen. Natürlich den Arno Gur. Das machen sie aber sehr gut, wirklich. Na, von der Gestik her, die Mimik ganz zu reden. Also sind sie. Oh, bitte, verzeihung. Meistens ist mir peinlich. Alles alte Instrumente, alles.
dass man hip ist. Das ist schon eine komische Inszenierung, hä? Was? Alter, ruf mich. Das ist ein Akkurzer, lass mich ein, Herr. Lass mich da hebungslos extemporieren, dabei bin ich nicht einmal noch umgezogen jetzt. Wenn das nur so in einem Auftritt die ganze Hochkultur beleidigt, wäre ich nicht zahlt vom Dr. Faltl. Herr Meister, ich habe eine Bitte. Sind Sie so lieb, könnten Sie mir das Flascherl aufheben? Schauen Sie, da ist noch mehr als die Hälfte drin. Also gute 42% nach dem Kärntner Rechensystem. Jetzt bitte geben Sie es. Schauen Sie, Sie kennen den Unterschied zwischen dem Kärntner Landeshauptmann und einer Telefonzelle. Ist es das? Bei der Telefonzelle muss man zuerst zahlen und dann wählen. Ich muss ja natürlich, das schafft man aus, bitte! Schauen Sie, in Zeiten wie diesen wird es ja vermehrt aufs Stehvermögen ankommen. Nicht? Bei den kommenden Wahlen, ich sage, ich stehe hinter jeder Regierung, bei der ich nicht sitzen muss, wenn ich nicht hinter ihr stehe. See you later! Thank you.
da ist schon. Ist mir wahrscheinlich der Direktor sein. Ah, der arbeitet noch. Im Wald. Das ist eine komische Inszenierung. Was hat er da? Jesus, der hat ausgesteckt. Das kleine. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich ihm einen Rapport machen. Was ist da? Herr Rechter, ich melde mich zum Rapport! Olga, Olga, das Bojike. Was hat Bojike? Sie sind eingeschlafen, direkt auf offene Szenerie. Wer seid denn ihr zwei? Na, der ist aber nicht ganz allein, nicht? Wir sind der Frosch, Herr Direktor. Die zwei neuen Gefängniswärter. Und was gibt's? Nichts, würdiger Herr Direktor. Was folgt euch denn an? Nichts, Beistrich, würdiger Herr Direktor, Beistrich, nichts. Würdiger. Lediglich, da hinten in den Zimmern verlangt ein Sängerknabe seinen Rechtsbeistand zu. Na ja, von Eisenstein, aber meinetwegen. Bitte sehr. Warum schwankst du so? Wer schwankt? Oh, alles schwankt. Ich schwanke nie. Höchstens in meiner Meinung. Was ist das? Es läutet. Es läutet? Ja. Es kommt wahrscheinlich daher, weil es da Glocken gibt. Ach, na schau aus dem Fenster, wer da ist. Hier ist ein Fenster. Gibt's einen Schlepplift auf, he? Schau doch, aber schnell! Der Schnelle ist gestorben! Taxi! Nur keinen Besuch jetzt! Aha! Zwei Damen sind da! Zwei Damen, sagst du? Soll ich öffnen? Nur zwei Damen! Für Sie werden es wahrscheinlich. Nein, nicht für Sie werden es wahrscheinlich vier sein, Herr Direkt! Wie schauen Sie denn aus? Wieso? Gefall ich Ihnen nicht? Nicht Sie, die Damen unten! Das kann man doch von oben nicht erkennen. Schau schon noch, wer das ist, worauf. Ja, Moment, aber was wird das? Jetzt, Herr Direktor, das ist ja eine komische Inszenierung, gutmäßig. Gut? Wenn ihr noch irgendwas Niederschlagendes finden könnt. Das tut gut. Herr Direktor, die zwei Damen wollen einen Chagrin spielen. Was ein schönes Chagrin? Ich bin ja gesagt, dass Chagrin ist, kann er da. Kommt einer Putzer um, kommt schon, Papa. Ja. Oh, da ist er ja, der Herr Chevalier. Gott, das sind die Olga und die Ida, das hat mir gerade noch gefehlt. Herr Dr. Walter hat uns die Wohnung ganz richtig beschrieben. Rasch, lass uns rein! Mit die zwei Putzen? Geh auf! Ja, ich gehe schon. Ich habe nicht erwartet, von Ihnen zu sprechen. Herr Chevalier, heute Nacht sind Sie also ganz besonders für meine kleine Schwester zu interessieren, zu scheinen. Ich muss ein Geständnis machen. Mir wird ganz Angst. Ich bin nicht das, was ich scheine. Meine Schwester ist keine Künstlerin. Was nicht ist, kann ja doch werden. Eben. So, Kollege Affenheim, das ist der Vorhang. So. Ja, Sie sind dann doch so ein vornehmer Herr. Sie könnten hier so leicht behilflich sein. Ich? Wieso? Na? Ich habe nämlich die Idee, mich fürs Theater ausbilden zu lassen. Ich hätte auch sein feiner Herr ausbilden lassen. Was ich soll Sie ausbilden lassen? Hat Sie denn überhaupt Talent? Ob ich Talent habe? Na bitte. Sprechte und Schuld vom Lande, natürlich im kurzen Gewande, so hübsch, ganz neckisch umher, als ob ich ein Eichkatzel wäre.
Chevalier-Chagrin. Ich heiße Frank und bin der Direktor von diesem Gefängnis. Gefängnisdirektor? Bist du doch so angegriffen, dass du glaubst, Gefängnisdirektor! Du sollst dich gleich überzeugen. Herr Direktor, bitte haben Sie das gehört? Dobro jutro! Der Alte hat schon wieder wo gleich. Das war ja ich! Wie oft muss ich den Leuten, bis du daherkommst, ha? Wie oft haben sie es probiert? Dreimal. Ja, das genügt, eh. Was liegt an? Pack, der Herr Marquis. Sehr wohl. Gott, du Sonne! Gott, du Hanna! Abgebonna! Gott, du nicht! Aschitaschi! Soll ich in die Brassleitung anlegen? Was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe, Mann, Sie stinken ja Schnaps. Und wenn Ihnen wäre ja auch der Cologne so. Lass Sie wieder auf, das war nämlich nur ein Spaß. Ach, so ein Spaß. Ha, ha. Lustiger ist nur Ö3. Deutscher Humor ist wie die rumänische Haute Couture. Bist du jetzt überzeugt, dass ich nicht der Chevalier Chagrin bin, mein lieber Marquis? Ich bin nicht der Marquis Renard, je suis Eisenstein. Ach, ich bin auch nicht der Frosch in Wirklichkeit. Das ist der Schenk. Bist du jetzt verschwinden, aber lass uns in Ruhe. Leute, verschwinden. Hutmäßig ist das ein komisches Essen.
Sei also so gut, du esst mein Chambre séparé, mon cher Chevalier. Du bist doch nicht der Eisenstein. Ich bin doch nicht der Eisenstein. Nein, 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 nein. Weißt du, den habe ich gestern persönlich arretiert. Aha, nicht schlecht. Der saß ganz gemütlich mit seiner Frau im Schlafrock beim Souper. Beim Souper im Schlafrock? Mit meiner Frau? Nein, 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 nein. Hat der Baron Schweins verbracht? Nein, 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 mit seiner Frau. Du, wir haben so zärtlich voneinander Abschied genommen, das war direkt rührend. Na, einen zärtlich Abschied? Wo ist dieser Eisenstein jetzt? Er sitzt hier im Gefängnis. Aha, so, so. Herr Direktor! Ja, was ist denn? Bitte schön, Herr Direktor. Es ist schon wieder eine draußen. Ja, was für eine? Eine Dame, sagt sie. Dame? Und wie schaut sie aus? Schwer zu sagen. So wie die Dame Edna als Lore Hostasch. Ja. Sie ist hübsch verschleiert. Eine verschleierte Dame? Ja, ja. Und wie heißt denn die? Kupferberg. Was? Na, Eisenstein! Was? Ja, aber sie muss eine Markise sein, weil sie hat die Jalousien herum. Entschuldige mich bitte einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Wenn ich die jetzt auch wieder einsperren soll, weiß ich wirklich nicht, wo ich bin. Jetzt pfeife ich da. Ja! So passt's, hutmäßig. Dieses zweite Ich hat mit meiner Frau soupiert. Ich glaube, ich schnapp noch über. Sie sind blind. Ich bin nicht blind, ich heiß nur blind. Okay, der Spuck ihrer Lama, Herr, das gibt's nicht. Wir haben Blinden, haben sie aber flüssige Ausschwurke. Ich hole mir jetzt den Eisenstein. Ah, der Au. Der Au, was meinst du? Rheumatismus. Das ist benannt. Links Rheumatismus, in der Mitte blind, rechts Anwalt. Blind! Der Mensch sagt, der holt sie, sie sind ja schon da. Bin ich nur da? Ich bin auch dort. Was wollen Sie hier, rechtsverdrehender Aktenwurm? Sie haben mich doch runter. Da holen lassen. Ich habe Sie runter da holen lassen? Ja. Der Der Amtsdiener hat ausdrücklich gesagt, der Herr von Eisenstein haben mich holen lassen. Weil der Eisenstein ein Trottel ist. Das stimmt. Sie, das nehmen Sie sofort zurück. Ich bin froh, dass es heraus ist. Sie reden gerade konfuses Zeug. Sie kriegen gleich ein Mordstrupp. Sie stottern ja. Halt! Ich habe eine Idee. Nicht möglich. Ich brauche Ihre Brille, Ihre Aktentasche, Ihren Rock. Nicht die Hose, nicht die Hose, nicht die Hose. Perücke. Ich habe keine Perücke. So, Sie haben keine Perücke. Nein, ich habe keine Perücke. Also Sie haben keine Perücke. Und was ist das? Ha! Nicht von mir. Wie bei dir zu Hause. Bitte schön, Herr Rechtsanwalt, Blindschleifer, oh.
bringen Sie jetzt den Sängerknaben, der Sie zu sprechen wünscht. Ja, es ist aber niemand da. Ja. Jetzt ist er schon so blind, dass man ihn gar nicht sieht. Die nächste, bitte. Alfred, was machst denn du da? Das. Sie müssen so schnell wie möglich fort von da. Ja, darum möchte ich auch bitten. Es ist eine Unverschämtheit, dass er mich hier so lange hat sitzen lassen in diesem Arreste. Alfredo, ich weiß mir keinen Rat. Naja, vielleicht weiß der Notar einen Rat. Ein Notar? Was bitte für einen Notar? Den ich hab holen lassen. Einen Notar? Da finde ich die Treulose jetzt Ruhe und Fassung. Ich werde alles erfahren. Ich rat ihn zu fragen, pack ich ihn ein Kragen, muss alles ihm sagen, so will er nichts sagen. Darf ich wohl es fragen? Möcht niemand verzagen, mir alles zu sagen. Doch ihr werdet es ihm klagen, als ich bitte mir alles zu gestehen,
und nicht so überging, ist kein Detail mehr übersehen, ist heute nichts geschehen. Was sollen diese Fragen hier? Mein Herr! Ist weiter nichts geschehen, ist weiter nichts geschehen. Ist weiter nicht geschehen, denn alles muss ich wissen. Alles muss ich wissen. Mein Herr! Es scheint fast, als empfinden Sie für meinen Gatten Sympathie. Samtenen Weibes und dieses meineidigen Schlafrocks. Mit besten Dank zurück und was? Es war ganz nett. Alfredo! Na, wie geht's denn so, mein lieber Papillon? Herr Doktor, was haben Sie denn da wieder angestellt?
Allerdings, Herr Doktor. Mein Kamin. Und der Herr von Eisenstein verlängt darauf, in seinen Zellen statt mir eingesperrt zu werden. Wer will mir beweisen, dass ich Eisenstein bin? Es sollte mir leid tun, wenn ich gegen meinen Freund und Dienstfreund oder Kompatriot Gewaltmittel anwenden müsste. S'il vous plaît. Unbau! Unter den Fetzen! Herr Doktor! Gott sei Dank habe ich eine Haushaltsversicherung. Bitte! Schon entschieden? Ja. Ich nehme alle zwei. Ah, nicht. Sie können doch nicht einfach damit da hinten mit Ihren Fingern herumbohren. Schön bohren war ein Fehler. Dafür entschuldige ich mich. Mir sollte die Hand auskommen. Das kann doch jedem einmal passieren. Man muss doch sehen, was ich im Ganzen schon geleistet habe. Wenn Sie uns noch einmal betatschen, wird das Konsequenzen haben. Das war die Nacht. Die Lügner sollen das Maul halten. Der Dialog stinkt mir. Herr Gefängnisrechter, ich scheide in Unfrieden. Mein Schnupf ist auch noch gut. Jetzt hat er ihn ausgesucht. Das heute. Kriegst du einen Einsatz dafür. Gefängnisrechter, und Sie lassen mich und meine Schwester einsperren. Entschuldigung, bitte, das war ja ein Versehen. Herr Gefängnisdirektor. Ich frage dich, kennst du diesen Herrn? Eisenstein und meine verflossenen. Ja. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Dann werden wir wohl noch einige andere Zeugen hören müssen. Der Prinz! Nein, die Prinzessin. Champagner war an allen schuld. Champagne, Champagne, Champagne. Die Mauer ist in Wiener, der Korn, alle Korn, rings im Land, die Schuhe sind schon voll.
unser.